Sieht das nicht lecker aus, Jungs und Mädels? Ja, liebe Radwander- und Wanderfreunde und Womo-Freunde, ich eröffne heute die Grillsaison 2019 mit einer kleinen Überraschung beim Grillen. Steak, was auch immer und so weiter und so fort kennt ihr, Raclette-Käse kennt ihr mittlerweile auch, dass man den grillen kann. Und heute habe ich was Neues drauf. Lasst euch überraschen. Die Zutaten habe ich alles schon gerichtet. Das werde ich euch einblenden und werde euch Schritt für Schritt an die Überraschung führen. Bis gleich. Ja, ich habe hier 6 kleine Maultaschen und die werde ich jetzt nun arbeiten und schmackhaft mit Bacon ummanteln. Das mal zum ersten Schritt für die Grillen. Ich habe mir 2 Scheiben Bacon hingelegt. Werde das ein bisschen würzen. Lege eine Maultasche rein, ummantelt sie mit dem Bacon. Das war der erste Schritt. Der nächste Schritt ist das Gegenstück. So rum, nochmal quer, wie so ein kleines Buch mit 7 Siegeln. Das
werde ich bei den anderen 5 Maultaschen auch machen. Und somit wäre der erste Schritt dann getan. So, soweit mit dem Bacon ummantelt, jetzt ein bisschen Würzen oben drauf, egal was für ein Gewürz ihr nehmt, einfach ein bisschen würzen, meine Idee. Dann wäre das soweit fertig. Jetzt werde ich noch die Tomaten füllen. Wie üblich aufschneiden, auslöffeln und mit Wurstbrät füllen. Gleich geht's weiter. So, die Tomaten sind ausgehöhlt. Der nächste Schritt heißt mit Wurst füllen. So, auch fertig gewürzt. Dann kommt das hier zu dem Bacon drauf. Das war mal der erste Streich vom großen Finale. Das heißt, jetzt wird der Grill angeschmissen. Leute, ich war viel zu schnell. Ich muss ja noch die Zwiebeln schneiden. Das ist ja auch ein kleiner Leckerbissen bei dieser Idee. Verzeiht mir, aber wir sind ja Hobbyaner und keine Profis. Da darf das vorkommen. Ist auch nicht schlimm, es ist einfach nur menschlich, wenn man was verzeiht. So, Zwiebeln sind geschnitten. Das wäre auch durch. Leute, das ist der Duft der großen, weiten Welt. Der großen, weiten Grillwelt. Seht ihr das? Spürt ihr das? Nachher kommen noch die Würste drauf. Felix freut sich schon. Leute, es wird. Seht ihr es dampfen und brutzeln? Hört ihr es brutzeln, meine ich. Brutzeln sieht man nicht, nur dampfen. So, Klappe zumachen, sonst geht die Temperatur verloren. So, jetzt will ich die Maultaschen mit Barbecue-Soße einreiben, einpinseln. So, wir glasieren das jetzt mehr oder weniger ein bisschen. Ein bisschen drauf. Daneben ist auch getroffen. So. Hier machen wir jetzt mal ein paar Minuten zu. Sieht das nicht lecker aus, Jungs und Mädels? Es brutzelt unüberhörbar. Und ich denke mal, es ist gut.
muss nachher noch die Würste draufpacken. Bis gleich. So ein feines Happy. Habt ihr schon mal Maultaschen auf diese Art gemacht? Dann macht's bitte nach. So, und jetzt schnippeln wir das Ganze mal an hier. So. Einverstanden? Voilà. Meine Frau will nur zeigen, wie es ihr schmeckt. Ma! Felix, schmeckt dir das? Sag ja. Nick einfach ab. Schlapper. Nur Schweinsfell. Darf gar nicht. Ja, liebe Outdoor-, Wander- und Bomo-Freunde, das war's. Kocht's nach. Schmeckt. Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Hubert.